ja, ich bin kreativ. Ich kann auch irgendwas schaffen mit meinen Händen. Also ich schaffe was mit meinen Händen. Wenn ich zum Beispiel unterwegs bin, kann ich auch sagen, guck mal, hey, das habe ich gebaut. Und man hat jeden Tag ein Erfolgserlebnis. Hier werden Plan gemacht. Und sie ist eine von Deutschlands besten Nachwuchshandwerkern, Maike Rink. Die 21-Jährige wurde vom Zentralverband des Deutschen Handwerks als beste Segelmachergesellin ausgezeichnet. Durch die Bezeichnung Segelmacherin allerdings sollte man sich nicht täuschen lassen. Im Betrieb ihres Vaters, bei Planring in Holland, werden ganz viele unterschiedliche Produkte hergestellt. Segelmacher natürlich, Zelte, dann machen wir auch Bootsplan. Bei uns gibt es natürlich auch noch LKW-Plan, Markisen gehören dazu. Ich messe die Sachen aus, dann muss ich die natürlich ausrechnen, also Mathe muss man auch gut sein. Und dann zeichne ich das auf die Plane auf oder auf den Stoff auf und dann schneide ich das aus. Ja, und dann schweiß oder nähe ich das und mache das so fertig, dass der Kunde das bekommen kann. Zu den größten Kunden gehören die Karl Mayer AG und Airbus. Die großen Seitenleitwerke aus Stade werden alle in einer wasserdichten Plane des Betriebs verpackt und auf den Weg geschickt. Für Airbus hat Planring sogar schon bis nach China verschickt. Ein spannender Job für die Abiturientin. Für die anderen Schüler aus ihrem Jahrgang allerdings scheint das Handwerk nicht Berufswahl Nummer 1 zu sein. Also ich wüsste jetzt von keinem, der ins Handwerk gegangen ist. Also die meisten sind ins Ausland gegangen oder studieren. Es machen auch welche eine Ausbildung, na klar, aber ins Handwerk hat sich, glaube ich, keiner so richtig getraut. Wie findest du das? Ich finde es eigentlich schade. Also das sieht man ja auch bei uns, dass man keine Auszubildenden findet, weil keiner mehr irgendwie ins Handwerk gehen möchte. Im Januar geht es für Maike gleich weiter mit dem Meisterkurs. Segelmachermeister Klaus Rink ist übrigens immer auf der Suche nach neuen Auszubildenden. Vielleicht ist darunter ja schon wieder der nächste beste Segelmachergeselle.